Ja, ich wurde gefragt, warum ich denn die Anrede nicht normgerecht bei Herren mache. Bei mir steht hier immer Herr. Das hat einfach den Grund, weil wenn ich Herren schreiben würde, würde Word mich plötzlich nicht mehr verstehen. Ich zeige hier mal die Funktion mit der Anrede. Wenn ich hier auf den ersten Datensatz klicke, da haben wir kein Herr und keine Frau in der Datenquelle, also schreibt Word automatisch, sehr geehrte Damen und Herren. Sobald hier ein Herr auftaucht, schreibt es sehr geehrter Herr Müller und bei einer Frau sehr geehrte Frau Meier. Ändere ich nun dieses Herrn, diesen Herr auf Herren, macht Word Folgendes. Word kann es nicht mehr zuordnen. Er weiß zwar, dass hier ein Name drin ist, ein Nachname, und gibt dann zur Auswahl an sehr geehrter R in Klammern. Und das sieht unschön aus. Drum würde ich eher die Variante verfolgen, dass man hier sagt, wir schreiben hier lieber Herrn, Herr als Herrn. So habe ich diese Funktion, die hier wunderbar funktioniert, im Word zur Verfügung. Man könnte sich noch folgendermaßen behelfen, indem man hier ein Wenn-dann-sonst-Feld einfügt. Man sagt hier einfach Regel, Wenn-dann-sonst. Und immer, wenn der Titel gleich Herr ist, dann soll er an diese Stelle ein N einfügen. Das sieht dann so aus. Es muss auch entsprechend formatiert werden. Hier machen wir einen Formatübertrag für dieses N hier. Gut, und dann haben wir dieses N wieder drin und die Funktion ist allerdings auch wieder gewährleistet.